In unserer neuen Rubrik Escape haben Claire und Martin ein echtes Problem. Sie sind eingesperrt, heute in einer Schule. Wer am schnellsten hier rauskommt, der gewinnt. Wir haben hier mal ein paar Fragen vorbereitet. Welche Lunchbox gehört zu welchem Land? Oder aus welchen Schulutensilien kann man einen Touchpad-Stift bauen? Na, warten Sie doch mit. Eine Schule, zwei Teams, eine Frage. Wer kommt schneller raus? Die Kontrahenten, Galileo-Reporter Claire Oelkers und Martin Dunkelmann. Na, Bock zu verlieren? An ihrer Seite Profis in Sachen Schulwissen, die Münchner Abiturienten Theo und Enrico. Wer erspielt sich schneller den richtigen Zahlencode? Lass die Spiele beginnen. Die Regeln. Pro Aufgabe gibt es zwei Tipps. Die müssen von den Spielern aktiv eingefordert werden. Jeder Tipp bedeutet aber eine 2 Minuten Zeitstrafe. Wer schneller rauskommt, gewinnt. Das erste Rätsel, ein Vorschultest aus Amerika, führt die Teams in den richtigen Raum. 80% der Kinder bestehen diesen Test auf Anhieb. In welche Richtung fährt der Bus? Geht ihr in den falschen Raum, kassiert ihr eine 5 Minuten Zeitstrafe. Der Bus, der hat, das ist eine Tür, nee, da ist ein Fenster. Die Lösung versteckt sich im Bild, denn etwas Entscheidendes fehlt. Aber Claire fackelt nicht lange, schließlich geht's auf Zeit. Okay, lass uns, dann wollen wir einen Tipp. Dann wollen wir einen Tipp. Wo steigt man normalerweise in einen Bus ein? Warte mal, wir sehen keine Tür, also, deswegen fährt der Bus in die Richtung. Ja, natürlich. Weil die Tür ist auf der Seite. Ja. Okay, dann ist es der Raum. Dann ist es der Raum. Start für Martin und Theo. Also das Bild gibt jetzt nicht groß Hinweis darüber, wo lang der Bus fährt. Oh doch. Dass gleich das erste Rätsel so ein doofes sein muss, sag mal. Ich würde jetzt einfach, man liest von links nach rechts machen, also fährt der von links nach rechts. Achtung. Nein! Ist falsch, oder? Ja, 5 Minuten aufs Zeitkonto. Oh je, Chaos beim Pausenbrot. Die Austauschschüler haben ihre Lunchboxen vertauscht. Ordnet die Boxen den richtigen Nationalitäten zu. Mal sehen. Essiggurken, Teigtaschen und Fleischspieße? Weißes Brot mit Reis? Eine ziemlich fischige Box? Und komische Sesambällchen mit grünem und rotem Salat? Das Problem ist nur, es gibt nicht 4 Nationalitäten, es gibt halt 6. Fangen wir mal an. Das hier sieht so, guck mal, Kimchi ist doch Korea. Das hier ist irgendwie was Skandinavisches, oder? Guck mal, mit so Butterstullen, ja, wo... Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist die dänische Box. Was hast du da? Ich habe da Reis, Zwiebeln, Pita, Brot. Also entweder Brasilien. Ist das irgendwie was Brasilianisches oder... Was ist das nochmal für eine Fahne? Das ist irgendein afrikanisches Land, Ghana, oder? Nein. Ich hole noch mal die 4. Box. Das sieht irgendwie so... Irgendwas aus dem Osten. Die Minuten verstreichen und verstreichen. Dann stell's mal hin. Das ist ihre Lösung. Und die ist? Falsch. Ah! Jetzt müssen wir rausfinden, welches falsch ist, gell? Fuck. Lass uns einen Tipp holen. Wir nehmen einen Tipp. Russen mögen's deftig. Ah, dann ist das Russland. Richtig. Hey. Ah! Sortiert nun die Boxen. Links das Land, dessen Hauptstadt der deutschen Hauptstadt am nächsten ist. Rechts das entfernteste. Kopenhagen, Korea. Stell das mal hier hin und wir gucken mal, ob das. Richtig. Dänemark, Russland, Palästina, Südkorea. Entsperrt mit eurem Code die Gitarrentasche. Die Gitarrentasche? 4, 2, 1, 4. 2, 1, 4, 3. Beim anderen Team läuft alles ein bisschen gemütlicher. Denn wenn Martin Dunkelmann essen sieht, vergisst er Raum und Zeit. Kimchi ist südkoreanisches Sauerkraut. Mhm. Das habe ich letztens selbst gemacht. Habe ich in so einem Kurs gelernt. Das ist total lecker. Essen ist eigentlich nicht die Aufgabe. Das ist dieser Reiskuchen. Das ist so... Ah ja. Mhm. Weißt du? Oh cool. Das ist ein gutes Spiel. Das kenne ich von meiner Oma. Da drin ist gebratener Kohl. Dunkelmann Martin, die Uhr tickt. Achso, ja stimmt, die Zeit. Verdammt. Dann geht alles ruckzuck und noch dazu richtig. 2, 1, 4, 4, 3.
welche CD spielt die deutsche Nationalhymne? Gibt's hier irgendwo einen CD-Rekorder? Auch hier müssen die Teams einen Code erspielen. Ein CD-Player. Super. Es gibt nur ein Problem. Das ist rückwärts. Es ist rückwärts. Das ist rückwärts. Das ist aber nicht. Nee, ist es auch nicht. Niemals. CD1 ist es also nicht. Auch nicht, ne? Nein, das ist es auch nicht. CD2 auch nicht. Das müsste sie sein. Ja. Das ist die da eine. Ist der Code. Warte mal. Ja. Stopp. Okay, es ist diese CD hier. Zurück zu Claire und Enrico. Die kommen mit dem defekten CD-Player nicht ganz zurecht. Nein. Oh je, Enrico schließt die richtige CD aus. Okay, das klingt so. Das ist nicht. Aber ist es vielleicht einfach rückwärts? Nein, das ist es nicht, glaube ich. Also nächste CD. Naja, aber... Nee. Nee, das ist irgendeine... Nee. Mozart ist es also auch nicht. Das ist es schon, glaube ich. Das ist Vivaldi. Claire hält an CD1 fest. Findest du nicht, dass es eher das war? Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist das einzige mit Gesang. Wir nehmen die 1379. Richtig. Zur Probe lassen wir das Bild einfach rückwärts laufen. Was müssen wir damit machen? Tippt euren Code ins Tablet. Aber nur die Hilfsmittel dürfen es berühren. Kombiniert zwei der fünf Gegenstände miteinander, um das Touchpad zu bedienen. Also die reagieren auf Haut? Auf Haut, auf diese... Was heißt denn das? Auf Stift überhaupt nicht, aber vielleicht auf Alufolie. Alufolie und... Auf Stift einfach mal, würde ich mal ausprobieren. Diese Mutmaßung ist nicht verkehrt. Eins, drei... Drei. Sieben, neun, perfekt. Smartphones und Tablets haben einen kapazitiven Touchscreen. Heißt, sie benötigen einen elektrischen Leiter, um Berührungen zu registrieren. Neben dem menschlichen Körper ist einer der naheliegendsten Leiter Alufolie. Sieht unspektakulär aus, funktioniert aber wie ein Touchpad-Stift. Auch Martin hat den Dreh sofort raus. Es muss leitend sein, also Aluminium. Mhm. Und damit umwickeln wir ein Stück Kreide einfach, oder was? Ja, so können wir das machen. Oder den Radiergummi, wahrscheinlich ist der besser, ne? Wenn er ein bisschen weicher ist. Klebestreifen macht keinen Sinn. Ja. Ah, es geht. Ja. Um was man die Alufolie wickelt, ist letztlich egal. Was war der Code? 1379. Ja. Okay. Zum Schluss ist entweder gutes Bauchgefühl oder mathematisches Verständnis gefragt. Im Raum steht ein 1-Liter-Gefäß voll mit Radiergummis. Die Frage, wie viele Radiergummis passen in dieses Klassenzimmer? Angenommen, der Raum ist komplett leer. An der Tafel stehen 3 Antwortmöglichkeiten. Oh, das ist ja Mathe jetzt hier. Ja. Ich esse noch ein bisschen Kimchi so lange. Nein, da machst du jetzt schön mit. Und so geht's. Fürs Volumen Länge, Höhe und Breite multiplizieren. Das Ergebnis mal 1000 rechnen, um den Raum in Kubikdezimetern zu erhalten. Zuletzt mal der Anzahl der Radiergummis rechnen. Raum vermessen. Wir müssen wissen, wie viel ist dieser Raum in Kubik quasi. Wir haben ja hier ein Tafellineal. 9 Meter. 10 Meter. Ich würde fast sagen, dass der... Es sind 11 Meter. 11 mal 7,5, dann die Höhe. 3,50. Komm, 3,50 ist der hoch, oder? Ja. Also wie viel sind 3,50 mal 57 mal 11? Tja. So schnell kann ich das auch nicht rechnen. Das musst du wissen. Der ist noch in der Schule, Mann, ich nicht. Theo weiß sich aber zu helfen und durchsucht den Raum. Guck mal, das Aha, da ist ein Taschenrechner. 350. 288 Kubik. Wie viel von diesen Dingern passen in 1 Kubikmeter rein, wenn es 1 Liter ist? Okay, wir wollen einen Tipp haben. 1 Liter entspricht einem Kubikdezimeter. Okay, das heißt, in einem Kubikmeter sind davon 1000 drin, ne? 1000? Nein, ich glaube 100. Überzeugt klingt anders. Nächster Schritt, Radiergummis zählen. Mal 45, ne? Ja. 1.299.375. Viel zu wenig. Dann wäre es aber vielleicht doch 1000. 12.993.750. Ja, toll. Was ist jetzt näher dran? 12 oder also eine 10 oder eine 15 Millionen? Also wir sagen jetzt, es ist B. Die ersten 4 Ziffern sind der Code für die Schultür.
Was? Die ersten vier Ziffern. 1, 2, 3, 4. 1, 5, 1, 5. Auch Claire und Enrico messen erstmal und benötigen wie das andere Team schnell einen Tipp. Also müssen wir die Stelle einmal nach da versetzen, oder? Genau, und dann hätten wir, dann haben wir Dezimeter gleich Liter. Dann wäre die Lösung bei, gut, wir sind noch nicht mal annähernd bei dem, müssen wir. Sind sie in der Tat nicht. Also bleibt nur raten statt rechnen. Wir nehmen C. Die ersten vier Ziffern sind der Code für die Schultür. 2092. Auf den letzten Metern geben die Teams Vollgas. Ich hab's mir auf den Arm notiert mit Kreide. Hupsa. Wo ist denn diese Ausgangstür überhaupt? Du bist viel zu schnell für mich. Okay, jetzt komm, tipp ein. Okay, letzte Zahl. Geht's auf, geht's auf? Nein. Das war's, 5:15. Der Fuchs Enrico hat sich auch die anderen Zahlen gemerkt. C, 4, 4. Ah, schade. Oh nein! Ich bin jetzt nicht mehr gewonnen. Team Claire und Enrico. Gesamtzeit 27 Minuten und 3 Sekunden. Team Martin und Theo. Gesamtzeit 28 Minuten und 14 Sekunden. Yeah! Nein! Und dann? Was Martin und Theo heute gelernt haben, Essen kostet Zeit.